Ja, ja. Wie ratschen Sie denn jetzt? Der war in der Endhaus, Drei Beine noch in den Kapitän, die kann ich immer. Aber der Dünn. Läuft die Kamera? Also, wir sind jetzt heute beim Sommerfest im Jahr 2009. Heute ist der 19. Juli 2009, haben wir bei uns zusammengekommen und haben ein Sommerfest gehalten und haben eine Sau geholt. Letztes haben wir draufgekommen, wann der Verein überhaupt gegründet worden ist. Und ich komme nicht aus heute zusammen. Du bist das letzte Gründungsmitglied, der noch lebt. Ja. Und du warst das Gründungsmitglied, der damals beim Schuster mit dabei war. Erzähl mal, wer war der Schuster dabei? Hat einen Filmvortrag gehalten im evangelischen Vereinshaus. Und ich weiß nicht mehr, was es für ein Film war. Es waren Naturfilme, waren das. Und zwar war das. Wie haben denn die Firmen geheißen? Kodak. Nein, nicht Aqua. Kodak. Aqua. Braun. Nein. Braun, und die haben alle, ja, nicht so braun war, nicht so. Die haben dann die Filme vorgeführt und mir, ich habe ja im Frisch-Anton vorher überhaupt noch nicht kennengelernt. Wir haben dann im Foyer herausgestanden und gesagt, gehen wir nicht nur auf ein Seil, weil hin. Dann haben wir gesagt, gut, gehen wir zum Lobinger, weil der Lobinger nicht weit weg war. Da war es ums Eck gemeint. Ja? Und das Café Lobinger war damals, naja, ein wenig untergekommen schon. Aber wir haben da so ein Nebenzimmer gehabt im Hinterteil vom Haus. Und da hat der Fritsch Anton gesagt, das war ein ganz narrischer Filmer. Und ich war auch nicht unnarrisch. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, wenn wir da mir einen Verein gründen dann. Da habe ich gesagt, ja, ich war dafür, weil man hat so viele Möglichkeiten gehabt, uns auszutauschen, dass man Meinungen austauscht hat. Weil es war jeder war allein für sich und jeder war ein Anfänger. Auch wenn man schon ein Jahr oder zwei Jahre daran gearbeitet hat. Und dann haben wir da tatsächlich im Hinterzimmer vom Lobinger unseren Vereinsabend da gegründet und haben da eigentlich Zuspruch gehabt. Und es sind innerhalb von kürzester Zeit 20 Leute gewesen. Also, heute haben wir jetzt noch gesagt, das war 1972. 72. Ich habe das irgendwo gelesen. April. 13. April 72. Jetzt soll ja mal Ende gemacht. Mach ich weiter? Nein, aber. Ein wenig zusammen rauf. Weil ich alter Schmadra bin, wa? Red doch selber. Gehört doch gar nicht. Erster Vorstand. Übernimm die Staffel. Also nachdem wir praktisch vom Handwerkerhaus immer wieder das Problem gehabt haben, dass wir vom Hauptzimmer rausgemessen haben ins Nebenzimmer, hat es immer wieder mit der Leinwand, mit der Größe, hat das Probleme gegeben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das taugt uns immer. Jetzt gehen wir weg von da und dann hat die Familie Kaltun, die Maria Kaltun und der Felix Kaltun haben dann das Lokal in Bechtsiras gesagt zum Rennen. Ja, und von der DJK haben. Was? Abschluss bitte. Ja, von der DJK haben wir. Du bist genauso lang wie ich. Ja. Von der DJK haben wir jetzt das Problem, dass wir halt hin und wieder ausweichen, wenn in das obere Kammerl da. Zweimal jetzt. Aber sonst waren wir eigentlich mit der DJK jetzt zufrieden und passt uns.
Parkgereise ein bisschen. Aber jetzt ansonsten ist es so, bei der DJK zufrieden und bleiben. Und ich wünsche den Videoclub, dass wir weiterhin so viele Jahre beieinander bleiben können. 35 Jahre ist und alles Gute weiterhin. 35 Jahre lang.